Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Creativerse. Und ratet mal, wer jetzt einfach direkt weiterspielt, weil das gerade so geil ist. Nein, ich natürlich nicht. Nein. So. Ja, der Boden passt hier nicht, muss ich sagen. Also beide nicht. Deshalb, wir höhlen jetzt einfach nochmal alles aus. Jetzt habe ich mir zwar voll die Mühe gemacht, hier dieses Yellow Concrete und alles zu verlegen, aber es sieht einfach nicht schön aus. So, ich finde aber das Rote, das passt hier ganz gut rein. Und deswegen verlegen wir das auch. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier noch alles machen in diesen Räumlichkeiten. Es ist ja immer die Kunst, die Steine zu finden, die man haben möchte, wie man sie irgendwie anders verwenden kann. Finde ich jedenfalls. Wir schauen mal. Vor allem möchte ich dieses Bett irgendwie abändern. Da kann man in diesem Gebäude zwar nicht mehr schlafen gehen, aber das ist kein Problem. Da kann ich mit leben. Schock fürs Leben. Dann gehen wir doch mal schnell schlafen. So. Dann sieht das schon mal nicht schlecht aus hier. So, ein begehbarer Kleiderschrank. Ich würde jetzt hier noch so einen platzieren und dann machen wir den hier. Und so. Und dann müssen wir den Rest noch mit Wand auskleiden. Das wird lustig. So, hier kann schon mal Stein wieder hin. Und hier klaue ich jetzt die Wand einfach schon mal. Weil wir die ja hier eh wechseln müssen. So. Und dann gucken wir mal, was wir hier Schönes noch reinzaubern. So, wo habe ich jetzt die Limestone Wall? Hier. Man muss hier erstmal klarkommen mit allem, ne? Also das ganze Inventar voll mit irgendwelchem Zeug. Ich bin auch echt noch am Überlegen, was für Decke wir bauen wollen. Da gucken wir dann mal. Als Deck ist halt auch irgendwie doof, ne? Ja, man kann sich schon nicht entscheiden. Wir gehen mal runter zu den Millionen Blöcken natürlich. Ich habe eine Idee. Unser Inventar ist mal wieder voll. Diese Holzdinger, die passen hier überhaupt nicht mehr rein. Oh nein, die ist auch voll. Oh verdammt. Was mache ich denn jetzt? Mal, Chest. Ich bin ja auch echt ein Held, ne? Ah, Moment. Jetzt habe ich Platz für Chest. Wobei, wir packen die mal ins Schlafzimmer.
Aber hier passen gleich schon 100 Sachen mehr rein, ne? So, Obsidian Floor, Obsidian Brick Wall. Warte mal, den Tisch und die Stühle können wir schon mal platzieren. Ich glaube, wir gehen hier einfach noch mal einen weiter rein. Ich sehe schon kommen, dass wir hier alles austauschen von den Wänden, weil uns die vielleicht nicht gefallen könnten. Elderwood. Ja, das als Decke sieht auch nicht schlecht aus, ne? Das hatten wir ja schon. Wobei wir auch einfach erstmal eine weiße Decke nehmen könnten. Das wäre jetzt auch nicht so das Tragische, glaube ich. Ja. Mal. Jetzt brauche ich... Wow. Nehme ich noch mehr? Da nehmen wir mal alles mit, was wir uns hier zusammengecrunched haben. Spiral, Spiral, Limestone-Dings, Spiral, bla. So, und das platzieren wir jetzt auch mal. Ja, ich wollte es auf jeden Fall da platziert haben, genau, Spiel. So, dann müssen wir hier den Raum noch ausräumen. Noch die fette Fernsehschrankwand rein. Ja, ich finde, es geht. Es ist natürlich jetzt nicht das Schönste, aber wir machen das. Die Gaslampe noch mal ins Inventar. Huch. Ich wollte sie einfach nur drehen. Ja, genau. So, dann haben wir hier noch eine Tür. Mal gut aus. Und das können wir ja sogar offen lassen. Finde ich jedenfalls. Die Frage, was wir jetzt mit dem Wohnzimmer machen. Müssen wir erstmal Neues besorgen, auf jeden Fall. Huch. Ja, du brauchst nicht so mega panisch wegrennen, mein Freund. Renn jetzt nur nach hier hinten und klau dem Baum noch ein bisschen Holz. Der hat gesagt, ich darf das. Dem stört das nicht. Wir müssen uns echt mal so einen Teleporter zu so einer Farm-Ebene bauen. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. So. Nicht richtig. Was ist das? Oh mein Gott. Und unser Inventar ist voll. Inventar, das geht mir so auf den Geist, ne? Coral.
Treasure Plate. So, wir müssen jetzt hier irgendwie noch was loswerden. Nehmen wir mal das. Kann man das einfach wegschmeißen, bitte? Und die Stufe hier. So, wir haben hier ein richtig tolles Kunstwerk. Aus Korallenstufen sonst was. Willst du mich verarschen? Das Inventar ist nicht voll. Da ist noch Platz. Geht doch. Warte mal, wir haben das schon. Oh. Egal. Geht schon mal runter. Wo muss ich denn zurück? Ich glaube hier lang, oder? Scheiße, ey. Nee, hier lang schon mal nicht. Hier lang? Das kommt davon, wenn man in eine Richtung rennt und sich nicht merkt, wo man hingerannt ist. Glaube ich hier lang. Ja, das sieht richtig aus hier. Das sieht richtig aus. So. Jetzt können wir mehr. Dieses Inventar, ne? Ich klatsche jetzt erstmal hier hinten die Truhen voll. Oh, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Die brauche ich auch nicht mehr. Das packe ich jetzt auch mal alles hier rein. Ach, wir müssen das ja eh bald mal in unser Lager einsortieren. Halt, ich muss ja noch zwei Stühle herstellen. So, die Rezepte. Dann hier diese Monsterkacke. Sowas brauchen wir nicht. Aber es reicht erstmal. So, irgendwas wollte ich jetzt noch, ne? Okay, ich konnte gerade nicht widerstehen. Hallo, mein Freund. Okay, es sieht halt hässlich aus, ne? Gut, dann machen wir es halt wieder weg. Ist ja kein Problem. Grand Artek Chest. Oh mein Gott. Ich sollte aufhören, dieses Spiel zu spielen, ey. Da, Obsidianstühle wollte ich herstellen. Man muss sich hier echt an alles erinnern, was man machen wollte, weil wenn man einmal anfängt, irgendwo hinzugucken, dann war's das mit Erinnerung. Wir machen jetzt einfach auch eine weiße Decke, damit das jetzt erstmal nicht mehr so hässlich hier aussieht. Ja, das, ne, genau. Ach ja. Eigentlich können wir hier doch abgrenzen, so. Unsere schwebenden Schwerter, die sind einfach schon sehr geil. Muss man sagen, die haben es echt drauf. Warte mal, da müssen wir hier noch. Mal gucken, wo das hier noch alles hinführt.
Ich würde gern die LEDs auch noch bauen. Weil dann habe ich vielleicht eine viel geilere Idee mit den LEDs. Aber wir schauen mal. Erstmal mache ich, dass das hier allgemein erstmal bewohnbar aussieht. Heute haben wir schon keine Limestone Wall mehr. Aber wir haben ja ein bisschen was an Limestone nachgecraftet. Ich finde das ja gegenüber Minecraft viel besser hier, dieses, was man hier alles noch craften kann. So. Muss mir gleich nochmal was zu trinken holen, ey. Aber das mache ich nach dem Part hier. Nämlich schon mal fertig. Hier müssen wir auch solche Arctic Chests hin machen, weil sonst sieht das nicht gut aus. Also der Holzboden, der überzeugt mich halt auch noch nicht, ne? Muss ich halt ehrlich sagen. Okay, ich gucke nur. Ich gucke nur. Wo ist es denn da? Wow. Roter Holzfußboden. Wo sind jetzt die anderen hier? Warte mal, habe ich jetzt da hinten mit reingeschmissen? Den Holzfußboden? Nee, den habe ich hier nicht reingeschmissen, oder? Hä, wo ist denn der Holzfußboden hin? Dirt? Ach, da. Das, ja. Ich fände cool, wenn man noch so Teppich verlegen könnte. Ja, mit Licht müssen wir echt noch mal gucken. Also da brauchen wir ja noch ein paar Gaslampen. Oder halt das, was ich geplant habe. Nehmen wir doch die Decke ja auch schon mal aus. Das sieht doch gleich viel freundlicher aus, wenn man hier ist. Und hier so guckt. Und wir schweinischen Besuch haben. Oder? Also ich finde, das sieht gleich besser aus. Genau, geh mal raus. Ist ein guter Plan. Nein! Ach, egal. So, dann müssen wir jetzt hier noch die Decken machen. Oh. Nee. Ich wollte hier suchen. Limestone Wall. Okay. 120 werden, glaube ich, erstmal reichen. Hoffe ich mal. Wird schon. Wir nehmen jetzt erstmal die ganze Decke mit und dann passt das auch. So. Dann sieht das zumindest schon mal etwas besser aus. Mensch, dann habe ich wenigstens Creativerse gleich auf 2 Wochen auf Vorrat. Immer praktisch. Also ich habe jetzt einen richtig krassen Stundenplan gekriegt. Ich habe von 8 bis 16:45 Uhr und das fast jeden Tag. Also ja, einen Tag mal bis 15 Uhr, juhu. An sich finde ich es gar nicht schlimm. Ich meine, es sind ja so, ich sage mal, auch normale Arbeitszeiten, ne? Das Problem, was ich eher sehe, ist, dass man einfach nicht genug Zeit findet, dann zu lernen. Ich meine, wenn wir 10 Stunden am Tag Anatomie haben, ne? Also 10 Schulstunden. Das Problem ist ja auch, dass man dann irgendwann einfach nicht mehr in der Lage ist, aufzunehmen, was die Person da vorne sagt, ne? Ich meine, wenn du vorher schon 8 Stunden über Anatomie zugequatscht wurdest und was da noch nicht alles mit auf dem Zettel steht, was halt nicht gerade
sag mal, entspannt ist. Also wir haben ja auch viele Handwerksfächer. Aber die haben wir irgendwie so an einem Tag. Das heißt, einen Tag macht man so Larifari in einem, irgendwie im Holzraum oder im Tonraum oder sowas halt irgendwas. Ja, und dann hast du dann so Hardcore-Tage, wo du dann den ganzen Tag Anatomie hast. Ja, da sehe ich halt echt das Problem mitunter drin. So, jetzt haben wir alle Räume. Nee, das Bad noch, okay. So, ich sag aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit dann ciao und bis zum nächsten Part.